Ja, da sind wir im Landhaus. Ja, hat funktioniert. Super, super. Ups, geradeaus. Kommt, wir gehen auf der Stelle. Marsch, marsch. Ja, hier komme ich gar nicht durch. Kommst du mit? Hallo. Wo steckst du denn, Nick? Nick? Willst du mich nicht begleiten? Nick! Na los, Was will ich tun? Abmarsch hier, komm! Och, der wird schon kommen, der verhaspelt sich da nur gerade wieder. So, jetzt geht's aber wirklich per Pedis sofort und direkt. Wenn er dann da aus der Garage rauskommt. Wir gehen jetzt nach Hause. Ach nein, wir gehen nicht nach Hause. Wir gehen jetzt nach Farber. Das klingt auch scheiße. Ach, da kommt da, jawohl. So, hops. War schon noch mal notwendig, dass wir da hingegangen sind, ja. Da sind ein paar coole. Jupp. Gehen wir zur Schule. Der ist schon mal Mause. Und der ist tot. Hup, der macht aber einen echten Satz da. Ich hab doch den Schlaf gestört. Jawohl. So, die Kohle sind erstmal alle ein bisschen tot, glaube ich. Habe ich sie denn alle? Ja. Ich nehme mal alles mit, was wir hier an Kleinkram rumschleppen. Was ist mit dem da? Der tut mir ja richtig leid da auf seiner Insel. Ups, komm. Och, der lebt ja noch nie. Da entschuldige bitte, ich wollte dich töten. Ja, Letzte. letzte. Bist du sicher? Ja, letzte. Ja, es wird dunkel irgendwie, glaube ich, ne, oder? Wir sind, glaube ich, ein bisschen falsche Zeit lustiger. Tja, mal sehen. Wir werden das schon schaukeln, das Kind. Bist du da? Komm. Eigentlich müsste jetzt hier Marschli zugesogen werden. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Nick, Stunden wo dran. bist du? Hör Komm, auf damit. wir Du gehen musst zusammen rein. schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Hoffe, das ist okay. Wir haben uns selbst eingelassen. Nick, dem Himmel sei Dank. Du musst dich direkt an die Arbeit machen. Sie könnte verletzt sein. Sie könnte. Oh, ganz ruhig. Kenji, oder? Wieso gehst du mit mir und meinem Partner hier nicht alles in Ruhe durch? Du musst dich an die Arbeit So, machen. du und Nick. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Nick hat es dir nicht erzählt? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Der Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Klar. Ja, langsam erinnere ich mich wieder. Tut mir leid, dass es nicht gut ausging. Wir sind rausgekommen, das ist es, was zählt. Und jetzt kannst du dich revanchieren, indem du meine Tochter Ah findest. ja, so gut, wir sind ja hier, um zu helfen. Wir sind hier, um zu helfen. Erzähl uns, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge.
Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt, und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Na gut, ja. Wir finden sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Keine Sorge, Kenji. Wir klären das. Warte einfach hier. Wir gucken uns erstmal um. Solange ich trage das schon. Da ist ein Holobänder. Okay. Hallo? Oh, noch eins. Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das da Ding können wir gleich holen. Etwas bauen, ist hier noch was? Leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Gasarmband. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, Projektküche. Dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe? Kazumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot. Komm gleich. Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen? Okay. Nehmen wir das. Protokoll. Das gucken wir uns gleich an. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Will ich auch eins? Machen wir auch gleich. Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Was? Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kazumi. Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich habe Nein gesagt. Ich... Tut mir leid. Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier. Oh, okay. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich bleibe nicht lange weg. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Papa. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Okay, gucken wir das auch gleich. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Okay, was wir mitnehmen dürfen, nehmen wir auch mit. Jetzt war hier noch eins, ne? Irgendwo war hier noch eins. Moment. Wo war denn das? War das in der Küche? Ich hatte doch irgendwo noch eins. Wie viel haben wir denn jetzt im Inventar? Wir müssen doch noch eins haben. Kleidung, Hilfsmittel. Das müsste unter Diverses liegen, ne? Kazumi hat 3, 4. Eins müssen wir noch haben. Wo haben wir das jetzt? Oh, ich bin wieder so vergesslich. Ich bin immer so vergesslich, Leute. Das ist normal. Das ist nämlich mein kaputtes Kurzzeitgedächtnis. Ja, die können auch kaputt gehen. Nee, das war oben. Ich meine, das war oben. Ups, lass mich nochmal durch. Hier muss doch noch ein Band sein. Ich hab doch in Erinnerung, dass da noch eins war. Wo ist denn das jetzt? Tja. Ich finde das jetzt nicht. Waren doch 5, ne? Hier kann es nicht sein. Oder hast du dir das an dich genommen, Nick? Was meinst du, kannst du das? Da.
Hier ist nichts weiter, nee. Hier ist nichts weiter. Da muss er sich das an sich genommen haben. Ich weiß, dass hier noch eins war. Ach, da liegt es auch. Ja. So. Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger vor dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Natürlich war sie nicht begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber naja, es gibt kein aktives Signal, das das Gerät empfangen könnte. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Für Ersatzteile. Na gut, so, dann fragen wir nochmal. Also, wo fangen wir denn an? Mrs. Nakano? Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner ja? Tochter. Ja, Moment. Ich würde gern mehr über Kasumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Nein, nichts, Detective. Ich möchte dich nicht ablenken. Moment. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Ach, wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Tja. Okay. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kasumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Okay. Erstmal nicht mehr. Nein, nein, er muss auch befragen. Mr. Nakano? Ja. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Das haben wir. Das Funkgerät. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Kannst du mir sonst noch was über Kasumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Moment, ich komme mal gleich drauf. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen, du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kasumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kasumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Okay, dann... Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Okay, Befragung beendet. Wir gucken jetzt mal draußen, würde ich sagen. Ne? Kommst du mit, Nick? Wir müssen mal hier schauen. Ja, wir gehen hier mal runter. So, da hinten ist ein Schuppen irgendwo. Da... Das Auto hat bestimmt nichts, oder? Naja, ein Eimer, den brauche ich jetzt aber wirklich nicht. Nick, bist du da? Komm. Wir schauen mal in den kleinen Schuppen erst. Ist hier
hier was drin? Nee, das ist nur eine Platte und Spaten. Okay, da oben, nee, auch nicht. Da wollen wir mal hier reinschauen müssen. Okay, und gucken, dass du mich mit. Willst du eine Sammlung aufbauen oder was? Das mache ich. Vor allen Dingen eine Kronkorken-Sammlung. Okay, Kronkorken. Oh, die Tasse brauche ich bei Ausnahmsweise nicht. Oh, das ist aber schick, das Bild. Ja. Verlassen. Dieses liebevoll aufgestellte Bild eines Leuchtturms wirkt hier fast fehlerplatz. Ja, das stimmt. Das untersuchen wir mal. Du findest einen im Rahmen versteckten Schlüssel. Okay. Ja. Ein Schlüssel? Gut, ne? Gute Arbeit. Jetzt müssen wir noch ein Schloss dazu finden. Schloss, da war ich schon. Da kann es sein. Rückkopplungssicherung. Das Rest lasse ich liegen. Da ist noch ein Boot. Ah, hier ist ein Panzerschrank. Vielleicht passt der ja. Das nehme ich mal lieber mit. Opas-Notiz. Meine liebe Kasumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles liebe Großvater. Aha, dann wissen wir ja, wo er hingehört. Da nehme ich. Ah, noch ein Band. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher. Und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt.
Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel, aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen. Ich weiß, es ist schwer zu warten, aber mach einfach weiter wie bisher. Wir kommen so bald wie möglich zurück. Finde Kasumi. Machen wir. Bitte. Warum soll ich der Bruderschaft das berichten? Das kommt gar nicht in Frage. Was passiert denn dann, wenn ich das der Bruderschaft berichte? Hat das schon mal jemand gespielt? Oh Leute, was passiert dann? Komm, Nick? Hast du keine Lust mehr? Komm, wir müssen weiter. Wo geht's hier runter? Komm. Geht los. Ein Zünd, der was trinkt. Ist schon fast zu menschlich. Jupp. Komm, geht los. Kommst du nur mit oder nicht? Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt rennt er weg irgendwie. Willst du von da rauf oder wie? Was macht er denn? Komm, wir müssen auf das Boot. Ach, du bist ein Oberschlauer, ey. Ja, wir werden jetzt mal hier so ein bisschen Boot fahren. Genau. Und das geht los. Wir reisen nach Far Harbor. Jawohl. Weiß nicht, ob er da ist, aber ich reise jetzt nach Far Harbor. Ich hoffe, er ist dabei. Ich wollte ihn ja eigentlich gerne mithaben. Er kann nämlich Terminals knacken. Oder so. Ja, war doch so, ne? Auch eine coole Idee. Ja. Da ist ja Nick. Na gut, legen wir die Waffe mal weg. Hops. Jo, jo. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner. Damit du wieder auf dein Boot steigen kannst. Sei auf die Nase, du tust Battle. Das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Ellen hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kasumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Zumindest wissen wir, dass sie es bis hier geschafft hat. Ja, das ist genau. So. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel. Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm meine Position oben auf der Mauer beim Hauptkorb ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir. Okay. Nicht am Rumpf. Fall bloß nicht runter. Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig ich retten. Ich bin überpanzert. Auf den Rumpf. Da draußen ist was.
Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung. Ja, ich höre was. Moment, ich muss mal gucken, was für die Waffen wir nehmen. Was zum Teufel? Augen auf, Leute! Sehe ich was oder sehe ich nichts? Ich sehe nichts. Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Da ist was! Schlinger! Mein Gott! Macht euch bereit! Feuer frei! Auch dachte ich, hätte was gesehen. Alles. Es ist vorbei. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Asterisk, Lord Asterisk. Verteidig den Rumpf! Legen wir los. Oh, das sind aber auch Biester. Der eine Scheiß schießt irgendwie Feuer oder. Der da, der ist gefährlich. Seid ihr sicher, dass das vorbei ist? Alles im grünen Bereich. Okay, gut gemacht, alle. Öffnet das Tor. Ich will da mal runter, wenn man nicht Kronkorken holt. Und das holen wir auch. Ja, Kronichs, guck mal. Wir haben es geschafft. Unfassbar. Ja, keine. Mir ist ja nichts passiert. Genau. Das war nur ein Müllhaufen. Pfui, Deifig. Die habe ich. Der sieht aber auch nicht besser aus hier. Da ist noch einer. Vielleicht können wir da was draus machen. Hier, der hat, glaube ich, Kronischen übrig. Oh, der hat was. Der hat der. Ein brutal automatisch Radiumgewehr. Plus 25% Schaden und Körpertasche, jedoch höherer Rückstoß. Wow. Nehmen wir mit. Ist doch klar, dass wir das mitnehmen. Nehmen wir immer mit, ne? Irgendwer hatte hier noch Kronkorken von den Viechern. Der hier? Ah ja, der hatte Kronkorken. So, das war ein Angler. Ein Angler. Okay, wo ist der Kopf? Noch was? Man sieht hier kaum was. Außer diesem komischen Nebel. Gut, schauen wir mal. Ich will mal mit ihr reden. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Oh, das ist gut. Ja, das nehme ich gerne. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Okay. Ihr habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt zählt Fahaba zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery.
Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Far Harbor und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Okay. Klingt, als solltest du dich um die Kinder des Atoms kümmern. Endgültig. Ich weiß nicht, ob das unseren Job hier einfacher macht. Der Festlandbewohner kapiert es. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um den Frieden zu wahren. Also geh, Alan. Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kazumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow, er ist als einziger dort gewesen. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel, furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber... die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Okay. Ich brauch keinen Fremdenführer. Ich würde das nicht allein machen. Und doch nicht dabei. Wenn du es dir anders überlegst, findest du Longfellow in der Bar im Last Plank. Aber bevor du das tust, bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Hallo. Danke. Wenn du nicht bewaffnet bist. Ach, da ist wohl jemand. Kauf meine Waffe. Ja, wir wollen uns erstmal ein bisschen eindecken. Gut, das ist er nicht. Ja, wo ist denn der Blödmann jetzt? Soll er was kaufen, hat er gesagt. Hey, wo steckst du? Essen vorne. Doc, hinten. Hm? Der Köderladen. Der Rumpf der muss repariert werden. Er baut sich nicht von alleine. Ich brauche. Niemand hat sich darum gebeten, die dumme Mauer zu bauen. Ordentlich was wenn du Material brauchst, aber weißt ohne du, wie dich bekommst. Wäre mit nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Hilft dir niemand? Jeder Harbor-Bewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere. Obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Wenn es so übel ist... wieso machst du das mit? Ich konnte sie ja nicht in den Nebel zurückscheuchen. Das hätte Pech gebracht. Dann hätten mich ihre Seelen bis ins Grab verfolgt. Das steht fest. Aber glücklich. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso.
Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, oh, wenn du es schaffst. Das hört sich gut an. Das machen wir. Du hast die Mauern bisher auch so zusammenhalten können. Wozu also jetzt die Werkzeuge? Ich will den Rumpf von Grund auf aufbauen. Ihn stark machen. Dann bleiben diese miesen Krabben endlich draußen. Okay, das machen wir. Kein Problem, ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Ja, ja, ist ja gut, ich renne aber jetzt nicht gleich in die Richtung. Nur Alan hat genug Rückgrat, sich gegen die Kinder zu stellen. Wenn du wüsstest. Der Festlandbewohner. Super. Du hast uns auf den Rumpf der Seefahrerin geholfen. Aber das ist unsere Insel. Unser Kampf. Nicht deiner. Keine Hilfe? Verdammt, nein. Wenn man sich an andere Leute klammert, kann man bald nicht mehr allein laufen. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, ha? Huh? Oder das Mal danach. Entweder kommen wir Harbor-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Aber es gibt eine Ausnahme. Wenn das, was du Avery über die Kinder des Atoms gesagt hast, ernst gemeint war. Jedem, der die Mistkerle ausschalten will, verkaufe ich liebend gern meine besten Waffen. Was hast du für ein Problem mit den Kindern des Atoms? Wir hätten die Bastarde umlegen sollen, als sie hier ankamen. Stattdessen haben wir sie bleiben lassen. Und sie haben aus ihrem Versteck den Nebel immer stärker gemacht. Stark genug, um uns aus unseren Siedlungen zu treiben. Immer weiter und weiter, bis wir alle im Ozean ertrinken. Hast du Beweise dafür, dass sie den Nebel verstärkt haben? Beweise? Wenn wir darauf warten, können wir uns auch gleich selbst erschießen. Zu Zeiten meines Vaters war der Nebel lästig. Etwas, das man meiden sollte. Jetzt wird er jeden Tag stärker. Er brennt wie das Feuer der Hölle. Und die Kinder sind schuld daran. Okay, dann handeln wir. Zeig mal, was du da hast. Beeil dich. Gut, wir brauchen... Was haben wir denn eigentlich? Wir haben diese 4570, 556 Kerne könnten wir eventuell gebrauchen. Müssen wir mal gucken. Gamma könnten wir auf jeden Fall. Hast du Gamma? Hast du Gamma? Moment, Gamma-Patron. Ich brauche Gamma. Da, ja, die nehme ich schon mal. So. Dann hast du auch Fusionskerne, sehe ich gerade. Dann haben wir hier noch 45er und das sind die 4570. Ja, die nehmen wir mal mit. Die 540er schadet nichts, wenn wir die auch mitnehmen. Die nehme ich zur Sicherheit auch mit. Die sind aber teuer bei dir, du. Weißt du das? Ich werde gleich nochmal so ein Ding einschmeißen. Raketen. Oh ja, Raketen brauchen wir. Die können wir immer brauchen. Mache ich denn? Nehme ich die jetzt mit oder habe ich genug? Da müsste ich gerade mal gucken gehen. Moment. Raketen. Bei den Waffen, ne? Wie viel habe ich? 12 hätte ich. Ach Quatsch, ich wollte nach. Moment, das muss bei der Munition liegen. So. Fusionskern, einen angebrochenen und 66. Ja gut, dann wissen wir, wo wir welche kriegen. Wir brauchen keine kaufen. Die sind auch zu teuer so. Die kosten doch sonst weniger. Ich wollte aber noch was haben. Moment. Irgendwas hatte ich gerade noch überlegt. Plasma, Schrot. Schrot habe ich noch. Ja, das reicht locker. Gut, du kannst diesen Schrott haben. Das hier, das. Die 44 habe ich eh nur 3 Schuss. Die elektromagnetischen. Wir haben gar keine Waffe mit, die das schießt, ne? Nö, haben wir nicht. Moment, wo ist sie denn jetzt? Keine Elektro. Die haben wir da gelassen, genau. Pass auf, die kannst du auch haben. Ja, bringt immerhin einiges. So. Den angebrochenen. Nee, den nehmen wir ruhig mit. Die Leuchtfackeln. Hier sind doch gar keine Minutemen. Da locken wir doch nur Minutemen mit an. Und die Pistole habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Oder habe ich die noch? Ach hier, nimm die Leuchtfackeln. Ich habe keinen Bock mehr, die mitzuschleppen.
So, wir haben dann, wenn wir die Munition, da ist sie, genau. Das müssen wir noch mal ein bisschen aufstocken, würde ich sagen. Was habe ich hier noch? Eine Impro habe ich hier noch und ein Revolver. Und das Teil müssten wir mal sehen, ob wir das nicht verbessern können. Vielleicht ist das ja sogar, das hat Schaden und Körperteilschaden, jedoch einen höheren Rückstoß. Dass wir die andere gar nicht mitschleppen brauchen. Nee, warte mal, das war doch auch eine. Gut Glück, ne? Das war die. Ich weiß nicht, was mache ich damit? Tja. Die hätte einen Schaden von 154 und wir hätten bei der sogar 199. Präzision ist hier nur bei 55. Ich glaube, die müssen wir in irgendeine Kiste packen. Oder ich gebe die dem. Ja, das könnte ich mal. Die kriegt Nick. Dann kann er damit schießen. Und wir müssen mal sehen, ob wir irgendwo ein Feuer finden, wo wir ein bisschen was braten können. So. Ja, hier ist der Schrott. Pass auf. Den behalte ich auf jeden Fall. Und ja, den behalten wir. Weil wir müssen ja unsere Rüstung auch reparieren. Genau. Gut, dann bezahle ich mal. Das sind dann. So, der hat ganz schön viel jetzt. Okay. So. Jetzt haben wir davon genug. Wetter klart ein bisschen auf. Wollen wir jetzt erst noch. Seefahren haben wir gemacht. Waffen, warte mal, hier ist doch auch einer. Hey, du. Solange der Vorrat reicht. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Hast willkommen du? Im Köderladen. Wenn du Krimskrams brauchst. Ja, dann komm, dann lass uns dann mal handeln. Handeln wir. Sehr gerne. Oh, du hast auch eine Munition. Und du hast sogar noch die Addiktol, Herr So. Auch gut zu wissen. Kriegen wir also auch hier Probleme los. Problemlos. Oh, zwei Raketen, die würde ich gerne haben. Du hast noch einen Fusionskern. Du willst auch 305 haben. Okay, die sind, ja, die können wir ruhig mitnehmen noch. Na, nee, hier, die wollen wir noch haben. So, da haben wir nämlich ein bisschen Munition noch. Die brauche ich ja nicht. Nee, Moment, ich könnte, wenn ich wollte. Ach nö, das reicht erstmal. Hier gibt es da bestimmt auch jemanden zum Handeln, oder? Da hinten steht noch ein Doktor oder so. Sie hat jedenfalls einen Kittel an. Hi! Bist du auch ein Geier, der über André kreist? Er was? Ist noch nicht tot. Warte, nein. Ein Festlandbewohner. Willkommen in meiner kleinen Klinik. Wenn du einen Arzt brauchst, ja, du siehst dann sehr dreckig damit aus. Ich hätte ganz Zeit für ein richtiges Gespräch, aber es ist so viel zu tun. Wer ist André? Der arme André da drüben ist mein Patient. Er war zu lange im Nebel. Du kennst vielleicht die Strahlenvergiftung vom Festland. Aber wir haben hier unsere ganz eigene Variante. Kann ich ihm helfen? Gute Frage, ne? Ich kenne mich mit Medizin aus. Kann ich ihm helfen? Du sagst, was? Du? Helfen? Nun, dem armen André geht es schlecht. So gut wie tot. Schadet wohl nichts, dich an ihm rumprobieren zu lassen. Aber ich behalte dich wo im Auge. Wo ist er denn? Ach, hier. Das ist irgendein Fischer Waffen, oder so. Waffen und noch mehr Waffen. Dann schauen wir mal. War zu lange starker Strahlung. Also es kam noch Intelligenz 8+ und A2 erforderlich, um ihn zu heilen. Soll ich wirklich das geheimnisvolle Serum einsetzen? Eine Behandlung ausdenken. In Ruhe lassen. Wir haben doch noch eins, können wir doch verwenden, oder? Die injizierst du, André, das geheimnisvolle Serum. Seine Atmung stabilisiert sich rasch und erscheint ihm direkt besser zu gehen. Tja, Mensch, du hast es wohl geschafft. Ich kümmere mich um André. Aber dank dir hat er wohl eine reelle Chance. Ja, wäre doch cool. Oh, scheint zumindest kein Kind des Atoms zu sein. Nahrung, hast du noch Munition? Alles auf Lager.
Ist das nur ein Besuch oder plagt dich? Warte irgendwas? Mal, ich muss mal gucken, ob mich was plagt. Moment. Nein, ich. Kein ich muss da erstmal gucken. Habe ich denn irgendeine Krankheit? Ich sehe ganz gesund aus, ne? Ich habe nicht mal hier einen Kuh zum Drücken. Okay, ich. Was hast du sonst? Hey, Doc. Nö. Brauchst du einen Arzt? Ich will nur mal handeln. Hast du medizinische Vorräte? Was? Oh ja, handeln. Was hast du denn? Stimpaks hast du auf jeden Fall, falls wir was brauchen. Hier, du, ich möchte deine Addictol noch haben. So, dann habe ich auf... Ach, du hast sogar Munition? Vielleicht brauchst du dich ja selber. Warte mal. Hast du keine Waffe? Musst du auch eine Waffe haben. Ja gut, dann bezahle ich dir das. So, danke, wir gehen. Der schläft noch, gut. Da war nichts weiter. Schauen wir doch mal hier rüber. Gibt's denn hier kein Feuer oder so, wo man mal was kochend macht? Beschützt eure Liebsten mit den besten kochen Waffen können. Ich würde gerne ein Feuer haben, wo wir uns diesen Kram zurechtmixen können. Ich will ja auch nicht mit dir reden. Bisher hatte ich noch nie einen anständigen Fisch gefangen. Einmal hatte ich eine Mini-Atombombe am Haken. Das ist ein toller Tag, das Ding hätte losgehen können. Was? Komm, wir gucken mal hier rein. So, Last Play. Die kämpfen da um Stiefel oder was? Ja, das machen wir gleich. Also, bis denn, ne?